Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein sehr, sehr schönes Buch für die Kleineren zeigen. Und zwar, guck mal, wer da ist, im Vogelnest aus dem Usborn Verlag. Das Buch hat 14 Seiten, kostet 11 Euro und wird ab 3 bis 6 Jahren empfohlen. Hier geht es natürlich um Vögel, beziehungsweise wie sie ihre Nester bauen, und man entdeckt noch vieles mehr. Hier zum Beispiel sieht man, welche Aufgaben die Vogeleltern haben. Und ja, wenn die kleinen Küken geschlüpft sind, das heißt, sie müssen sie natürlich füttern und sie müssen auch das Nest sauber halten, wenn die Küken eben, wie gesagt, geschlüpft sind. Das heißt, hier gibt es immer Fragen und oder Geschichte, kurze Info, und dann gibt es eben hier unter der Klappe noch weitere Informationen. Oder man erfährt zum Beispiel, dass Nester nicht nur auf Bäumen gebaut werden, sondern auch wie bei Enten am Wasser, was sehr, sehr schön auch gemacht wurde und wo die Kinder auch viel damit verbinden können, da Enten, glaube ich, oder Entenfüttern bei den meisten Kindern sehr angesagt ist. Und genau, dann gibt es diese schöne Seite, die fand meine Tochter besonders toll, über Pinguine und wie sie speziell mit ihren Pinguinküken umgehen. Das verrate ich euch nicht, das ist dann auch interessanter hinter den Klappen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Diese Guckmal-Bücher gehören zu den Liebsten meiner Tochter. Sie schaut sie selbst sehr gerne an und lässt sie sich aber auch gerne vorlesen. Durch die Klappen macht es halt noch mehr Spaß, aber auch sonst sind die Bücher einfach wirklich sehr, sehr schön. Die Themen sind interessant und die Texte nicht überladen. Dieses hier eignet sich besonders für den Frühlingsstart, finde ich. Und ich kann diese Buchreihe einfach sehr, sehr gerne empfehlen. Da habe ich schon mal auch einiges dazu gezeigt. Andere Themen könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!